Seekrauts. Moin moin Seekrauts Freunde, willkommen zurück auf dem Seekrauts Kanal, dem Portal rund um World of Warships. Und heute mit einer Flaschenpost. Wir haben 5 Themen für euch vorbereitet, da wird sicherlich das ein oder andere Überraschende für euch noch mit dabei sein. Zuerst kommen wir zu Aufträge und Rabatte. Das ist das Übliche, was man so am Freitag meistens auf der Seite von World of Warships schon findet. Da wird dann aktualisiert und wir befinden uns ja in der Gamescom-Monat, da ist dann immer besonders viel an Besonderheiten zu finden. Also dieses Wochenende, 10. August bis 13. August, Süßigkeiten zum Wochenende. Ihr bekommt für Signale, die ihr in-game kauft für Dublonen, 50% Dublonenrabatt. Also wenn ihr spezielle Signale braucht, wo ihr ja immer irgendwie knapp bei seid, dann kauft euch welche, wenn ihr denn Dublonen ausgeben möchtet. So, und dann kommen wir zum nächsten Event, das ist das Go Navy Event. Gut, hier geht's in 10 Tagen, könnt ihr quasi eine Belohnung, die Go Navy Flagge, erfahren. Und ja, es ist eigentlich ganz einfach. Gewinnt 10 Gefechte auf der Tierstufe 5 bis 10, egal in welchem Gefecht, und ihr bekommt diese Flagge gut geschrieben. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Vom 10. bis 24. August, also 14 Tage. Das Thema deutscher Angriff, und das bedeutet, wenn ihr gerade jetzt Glück habt und die deutschen Schiffe nach vorne skillen wollt, deutsche Zerstörer oder Kreuzer, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, ein paar Kreditpunkte zu sparen. Und zwar von T2 bis T5 jeweils 50%, von T6 bis T7 30% und ab T8 bis T10 15% sind die Schiffe dann günstiger. Außerdem gibt es noch eine Bonusaufgabe: mit deutschen Schiffen von T5 bis T10 kriegt ihr 50% mehr EP für die ersten 5 Gefechte, die ihr an einem Tag spielt, egal ob ihr verliert oder gewinnt. Ich denke, das sind mal wieder ganz nette Sachen, die man unbedingt mitnehmen sollte. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. How to Stream. Das ist ja so eine Videoreihe von World of Warships, die immer wieder auf die Seite schafft. Die sind jetzt bei der 4. Lektion und hier geht es diesmal um Sound- und Stimmenwiedergabe. Es ist also ein Video, was euch erklärt, wie ihr eure Soundeinstellungen machen solltet, welche Hardware ihr kaufen solltet. Und ja, worauf ihr einfach so achten solltet bei der Einrichtung, wo ihr euren PC zum Beispiel aufstellt und ob das Fenster offen sein sollte oder eben nicht und solche ganzen Sachen. Also auf jeden Fall gut anzusehen, wenn ihr euch dafür interessiert, zum Beispiel World of Warships in Zukunft zu streamen. Das ist aber auch allgemeingültig, sondern ist nicht nur auf World of Warships gemünzt, auch wenn sie hier sicherlich euch damit besonders unterstützen wollen. So, dann gibt's Begriffe in World of Warships erklärt. Das WoWs Glossar. Ihr habt immer wieder Begriffe, auch teilweise im Chat, da muss ich dann teilweise sogar nochmal überlegen, was bedeutet das nochmal? Ja, und hier geht es dann zur Sache sozusagen. Hier kann man sich die Sachen nochmal genau durchlesen. Was bedeutet eigentlich Aale im Wasser? Ja, da sind immer Aale im Wasser, das ist ganz normal. Nein, das sind in diesem Fall hier Torpedos gemeint. Oder Bug und Heck, ja, sowas, das verwechselt man schon mal. Und hier wird genau erklärt, was das bedeutet. Was ist ein CA, was ist ein CL, ja, was ist ein CV, meine Fresse. Ja, so eine Sachen werden hier überall nochmal ein bisschen aufgewertet. Also man kann sich das hier nochmal ganz genau durchlesen, wie die Abkürzungen für alles sind. Teilweise ist ja selbst bei Wiki mit Abkürzungen gearbeitet, das kann man dann hier nochmal nachlesen, was das dann genau bedeutet. Und ja, dann sehe ich gerade, ich hatte gestern einen Livestream, da hat mir jemand O7 geschrieben, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Das ist so eine Art Salut. Sehe ich jetzt gerade, vielen Dank für den Fall, dass du zuguckst, für diesen Salut. Das habe ich überhaupt nicht so gewertet, könnte man sehen, gerade nochmal was gelernt. Und dann geht es schon zum nächsten Punkt in dieser Flaschenpost. Wir sind recht schnell, ja. Der PTS, die zweite Runde, Patch Update 07.8, das ist jetzt in der Testphase. Und ja, der läuft jetzt vom 9. August bis 13. August von 18.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Und vom Prinzip her laufen die Patch-Geschichten ganz genauso wie vorher. Ihr habt es in einer der letzten Flaschenpost schon gesehen, was es dafür Dinge jetzt dann mit dem nächsten Update geben soll, zumindest ein Teil der Dinge. Aber ihr wisst auch, dass World of Warships aktuell daran arbeitet, die Aufklärungs,
Mechanik ein bisschen zu verändern, zu verbessern, weil aktuell ist es ja noch so, dass Schiffe oft unten auf der Minimap unten rechts zeitiger wieder angezeigt werden, bevor das 3D-Modell gerendert wird, was ihr direkt beschießen könnt in der Zieloptik. Ja, also wer unten die Minimap beobachtet, sieht als Schiff bis zu 3 oder 4 Sekunden zeitiger. Ich habe schon von noch krasseren Werten gehört. Und das ist natürlich ein Nachteil für denjenigen, der darauf nicht achtet. Und es soll ausgeglichen werden. Es soll nämlich möglich werden, dass quasi diese beiden Sachen zeitgleich erscheinen. Das ist aber ein tieferer Eingriff in die Codierung, in den Code von World of Warships. Und die haben jetzt an einer Lösung gearbeitet. Die kann man jetzt auf dem Testserver gerade ausprobieren. Sie einfach mal Probe spielen, ob das in die richtige Richtung geht. Kann dann das Feedback an die Entwickler geben. Und ich denke, das ist eine ganz tolle Sache, gerade für die Pro-Spieler auch unter euch, die dann ja auch, ich sag mal, sehr herausfordernd sehen, oft gegen andere Spieler spielen, in höheren Ligen oder intensiver die ganze Sache hier betreiben, dann ist es halt auch immer wichtig, die gleichen Voraussetzungen zu haben. Klar, im Moment wissen alle von euch natürlich da draußen, dass ihr die Minimap unten anschauen müsst, aber es ist ja doch ein bisschen aufwendig, den Blick von unten rechts wieder nach oben und so weiter. Das muss halt ruckzuck gehen. In Zukunft soll das ein bisschen einfacher werden. Und dann kommen wir noch zu einem Thema, das wurde im Internet publiziert. Es wird ein neues T10-Schiff geben, nämlich hier, ihr seht schon, einen französischen Kreuzer der Tierstufe 10. Da wird wahrscheinlich Brenou ausgesprochen. Ich bin kein Franzose, daher kann ich das nicht richtig. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen getroffen. Und wenn wir uns die Werte so anschauen, dann basiert das auf dem T10-Kreuzer der Henri, die bereits im Spiel ist. Und das alles erinnert mich schon wieder daran, wir haben aktuell die Salem im Arsenal, kann man für Kohle kaufen. Wir kriegen die Kronstadt, die dann auf, wir kriegen die Stalingrad, die auf der Kronstadt ein bisschen basiert und so weiter. Also, das sind so Indikationen für mich, dass dieses Schiff möglicherweise demnächst in dem Arsenal für Kohle zu erstehen ist. Und das wäre doch mal was und eine Indikation auch dafür, dass vielleicht noch viel mehr neue T10-Schiffe kommen, die vielleicht in dem Verbrauchsmaterial oder so eine leicht andere Variante haben. Die Salem hat ja auch leichte Unterschiede in der Radarreichweite zum Beispiel und auch in den Trefferpunkten, die sie durch die Reparaturmannschaft wiederherstellen können. Wer weiß, was sie sich für die Brenou ausdenken, aber es ist in der Mache und vielleicht solltet ihr euch überlegen, wenn die Salem euch nicht überzeugt, dann doch nochmal ein bisschen mit der Kohle zu warten. Ja, und nicht die 180.000 respektive 240.000 Kohle auszugeben und vielleicht auf einen französischen T10-Kreuzer zu warten. Ich bin sehr gespannt, wann das Ding öffentlich angekündigt wird. Das sind halt die Sachen, die uns hier so im Internet über den Weg laufen und auch deswegen guckt er unter anderem unsere Flaschenpost. So, und das war's schon mit der heutigen Ausgabe. Eine sehr kurze diesmal, keine 10 Minuten. Ich hoffe, sie war kompakt, sie war informativ, sie war hilfreich. Wenn dem so ist, lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar da. Wenn ihr Fragen habt, versuchen wir die gerne zu beantworten. Einfach unten ins YouTube-Video und das YouTube-Video posten. Ja, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert ihr uns natürlich bei YouTube, gerne auch bei Facebook und bei Twitter sind wir seit neuestem wieder vertreten. Ich würde mich darüber freuen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Seacodes-Team, euer Marara. Haut rein, ciao, ciao. Seacrowds.